Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation. Uff, pelzig. In der letzten Episode haben wir bei der Marshals erledigt, was wir zu erledigen hatten. Und jetzt geht's weiter zu Seeks'n Synthetics. Da soll man der Samuel, unseren bordeigenen Android, stellen, der sich wohl mit Apollo unterhalten mag, um die Androide wieder in ihr Schranke zu weisen. Und das machen wir jetzt. Wir steigen runter zu Seeks'n Synthetics und gucken uns mal an, was da jetzt auf uns zukommt. Irgendwas, irgendein böses Gefühl habe ich mal wieder bei der Sache. Irgendwas Fieses kommt jetzt wieder. Ich kann es aber nicht mehr genau sagen. Ich habe nur noch, obwohl ich das mal gespielt habe, habe ich nur ganz grob die Abläufe noch im Kopf. Kann mich dann aber, wenn ich dann wieder davor stehe, an einzelne Sache kristallklar erinnere. Nein! Ripley, Nicht ich weiß, dass die wirklich. Sicherheitswarnung in den Laboren nebenan angegangen. Aufzüge sind außer Betrieb. Scheint, als hätten die Seeks'n-Syntheten was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Okay, irgendein Idiot ist auf die patentierte Ash-Methode reingefallen und ist mit einer Zeitschrift erstickt worden, die so ziemlich. Wie soll man sagen, die so ziemlich umständlichste Methode überhaupt, um jemand umzubringen? Ich meine, man hat zwei gesunde Hände, wenn dann erwürgt man die Person und steckt dir eine Zeitschrift in die Gosch. Smythe, lies das. Sei nicht böse, aber ich bin durch die. Ich bin total fix und fertig jetzt wieder. Sei nicht böse, aber ich bin durch den Aufzugsschacht und hab die Zugänge hinter mir geschlossen. Mir war ein Hiwi auf den Fersen. Ich musste weg. Wenn du was findest, um durch die Platte zu schneiden, der Code lautet 8382. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich komme zurück nach unten. Keine Spur von den Turteltauben, aber ich habe hier einen Haufen Waffen und Vorräte. Russell. 38382. Sevastopol, ein Fortposten des Fortschritts von Julia Jones. Seeks'ns gebrechlicher Ursprung. Während Wayland Industries oder Industries das Feld in Sachen Überlichtreisen anführte, hat Seeks'n Erfolg bei der Massenproduktion der Flugkomponenten für den darauffolgenden Großaufbruch in den Weltraum. Die anschließende Überexpansion und der Ruf, kostengünstige Alternativen zu Wayland-Yutani-Produkten zu entwickeln, ist von öffentlichem Interesse. Heutzutage versucht Seeks'n, die Schicksale kränkelnder kolonialer Außenposten zu kehren. Man investiert in Stationen wie Sevastopol und bindet Seeks'ns affiliierte Firmen siedeln sich an. Doch die im heimischen Sonnensystem wirkungsvollen wirtschaftlichen Muster versagen im Weltraum. Auf Sevastopol liegen die schlichten, massenweise produzierten Androiden noch in ihren Kisten. In den Forschungseinrichtungen sind die Geräte noch wie bei ihrer Lieferung in Plastik gehüllt. In den Handelsdocks floriert nur der Schwarzmarkt, auf den sich die Stationsbewohner verlassen. Sevastopol ist eine Geisterstadt und niemand scheint das zu interessieren. Ja, mich mehr oder weniger schon. Ach, 382. Merken wir uns mal. Entschuldigung. So was Doofes. So was Saublödes. Okay, da muss ich auch lang. Ich komme nicht drüber weg, dass sich jemand so umbringen lässt. Das ist doch die umständlichste Methode der Welt. Gebt mal doch gerade mal in die Kommentare Bescheid, ihr liebe Leute, was ihr davor halten. Aber, oder beziehungsweise wie ihr das auch beim ersten Alien-Film erlebt habt. Aber ich fand das schon damals bei dem Film einer von den ganz wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Film gehabt habe, die totaler Bullshit waren. Ich meine, manche würden als Kritik. Gott, ich habe das eben doof an einen Typ gehalten. Alter. Ja, manche mögen das für Schwachsinn halten mit der Technik, dass die total überholt aussieht. Aber ich finde, das hat schon irgendwie was Retrohaftes, was Schönes irgendwie. Also mir persönlich war die Darstellung von Computer und Technik jetzt nicht gerade ein Dorn im Arsch. Ich fand das eigentlich ganz schick auf jeden Fall. War ganz cool gemacht. Und ja. Ach ja, Tode für 8382. Genau, aber das mit der Zeitung und mit dem darauf folgenden Titty-Twister, bei dem der einen abhalten wollte, das fand ich echt mehr als dämlich. Da habe ich beim Film schon lachen müssen, weil es einfach so unnötig war und umständlich. Also, wenn ich einen Mord begehen wollte, dann würde ich das doch anarscht machen.
Vor allem, wenn ich jemand im Eifer des Gefechts einfach so Zeitung hat. Das geht gar nicht, Mann. Das geht gar nicht. Kletter mal da rüber. Und sammle das Bindemittel noch. Ah, ich glaube, das werde ich jetzt die ganze Episode noch drüber lache. Ah, da kommen wir jetzt nicht durch. Da kommen wir auch nicht weiter. Ah nee, Quatsch, du ist Leder. Okay. Ich habe es zwar bei The Walking Dead schon mal erklärt, aber auf Pelzig ist Leder Leiter und das Leder, der Stoff, ist auf Pelzig Leder. Also wenn ich Leder mähne, dann mähne ich eine Leiter. Und wenn ich Leder haben will, dann will ich den Stoff Leder. Halt dich fest, Mädel. Guck doch nicht runter. Bist du dappig? Erstmal hochziehe, dann wird geglotzt. Alte Lebensweisheit, Konfuzius sagt. Oh Mann. Okay, so viel Tod dazu. Dann da hoch. Und in den Schacht. So. Gehen wir da wieder rum, kriechen. Ich weiß nicht, bei... Irgendwie habe ich das so noch im Gefühl drin, dass ich das machen muss. Beziehungsweise einfach nur alte Routine, ne? Man ist irgendwo in der Schächte unterwegs und denkt, scheiße, das Alien könnte kommen. Ich weiß, mir hinsfort gestrudelt, aber trotzdem... Irgendwie fühle ich mich so sicherer. Eva. Geht doch. Okay. So ein Elektroschocker ist leider auch nicht mehr geladen. Das finde ich auch sehr schade. Geladen, schade. Wow, bin ich ein Reimling. Oh Gott. Okay, der ist ausgeschaltet. Ich glaube, der macht noch was. Der macht noch irgendeinen Ufug. Kann ich nämlich einer durchsuchen. Okay, bringen wir es hinter uns. Warten Sie, ich habe sie gefunden. Ja... Das wirkt nicht mehr. Der Trick zieht bei mir nicht mehr. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Hoppla. Da hat irgendeiner richtig abgerahmt. Da hat wirklich irgendjemand einen tierischen Hass auf Androide. Der zuckt noch. Okay. Der ist kaputt. Gefahr ist nah. Ah, ich freue mich schon auf die Gefahr. Was kommt jetzt? Oh. Okay. Der steht wohl einfach nur. Eben war ich auf Alarmbereitschaft. Du. Ja, ich steh die lieber kaputt schlache, bevor sie aufstehen. Ja, nach alle nix beiß ich, du die Kerle. Anna? Das ist ja echt schon gruselig. Oder was denkt denn ihr? Ich finde das scheiß gruselig. So. Anna. Aber die auf dem Haufen, das waren die schlimmsten. Git. Okay, warum ist hier ein Schrank zum Verstecker? Das macht mir Angst. Okay, die Taschenlampe ist auch wieder so gut wie am Arsch. Biologische Gefahreneindämmungsstufe. Omega. Hoppla. Wow.
Zum Glück hat mich das jetzt nicht so erschrocken. Aber im Dunkeln, ohne Taschenlampe, wäre es richtig gruselig gewesen. Dass der wieder aufgestanden ist, der Säckel. Wer ist es dann? Der da. Flammenwerferöl hat er dabei. Das ist gut. Okay. Ich bleib trotzdem beim Revolver. Ich habe mittlerweile wieder genug Munition, um es mit deiner Idioten aufzunehmen, wenn sie aufstehen. Okay, okay, okay. Soweit alles okay? Habe ich schon okay gesagt? Ich wollte schon immer mal okay sagen. Da haben wir nix. Geht auch nix. Da ist zu. Und da geht es wahrscheinlich wieder noch mit einer Schlüsselkarte oder so, oder? Ah, nee, mit unserem SZG. Da brauchen wir das V, da brauchen wir den Pixelgegner. Wir brauchen den Top mit Deckel. Wir brauchen da komische Schlüssel. Okay. Ich glaube, die Androide können mich nämlich so schocken, wie das mal vorher der Fall war. Was war da? Komponente B und Schrott, okay. Das hat jetzt nichts gebracht eigentlich. Da haben wir hier noch tolle Sachen, die ich übersehe habe. Wenn wir auf die Karte gucken. Ja, irgendwelche tolle Sachen sind hier noch. Aber du draußen. Ah, du ist die tolle Sache. Okay. Gut. Sind wir da 8 durch? Da ist nix. Dann sollte man da reingehen. Probieren wir es doch mal dort damit, ja. Friedhof der Syntheten. Jetzt auf ihrer Station. Stehst du wieder auf? Nee. Du stehst nicht nochmal auf. Da wieder das Mordinstrument. Ich wollte nicht unbedingt mit Dirt umgebracht werden. So blöd, Mann. Das ist so dermaßen dämlich. Ach, Mann. Neue Formatierungskammer. Spedding. Ich habe ein paar leere Androiden für die Sevastopol-Verkaufsvorführung hochgeschickt. Falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie die Androiden einfach auf die Pritsche in der Neuformatierungskammer. Über eine Verbindung mit Apollo werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich beißen die an. Russell. Leitender Sixen-Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden und zwar zackig. Okay, könnte das vorher vielleicht schon programmiert worden sein, damit man, falls man auf das Alien stößt, so schnell wie möglich eingreifen kann und die Androide die Lade übernehmen. Das kann ja sein, okay, dass die von Apollo. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Dass die von Apollo so programmiert wurden. Energieniveau zu hoch. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Ah, desto noch. Okay. Und klatsch. Okay. Dann können wir uns mit dem da noch befassen. Ich bin auf alles gefasst mittlerweile. Mhm. Ist er, mein freundlicher Android? Ah, nee. So muss ich durch. Ich habe gedacht, ich wäre jetzt. Ich brauche Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transit. Ah, das Samuels. Apollo-Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Sixen und Syntheten vorbehalten.
Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahreneindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Der ist das bessere Modell. Eindeutig bessere Modell von Weyland-Yutani. Ja, das Samuels ist besser als diese primitive Siegsen-Dinger. Ich finde sowieso die Weyland-Yutani-Androide ziemlich cool, muss ich sagen. Finden sie Samuels. Die gefallen mir eh wirklich sehr gut. Die finde ich sehr stimmig, ach. Ja, bis auf den bei Prometheus, aber den lassen wir jetzt mal außer vor. Da kommen wir durch. Oh je, oh je, oh je, oh je. Überall die Bobbeköp. Die auch die Zeitung abkriegt. Nee, die ist blutig. Die wollte man nicht Erdzeitschriften auf Terminal zugreifen. Antwortpläne für heute Abend. Suzanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lang. Ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Letzte Chance. Spedding, ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihrer lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können Sie später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran. Freigeben. Termine im Ausstellungsraum. Null Termine überall, ja. Und Freitag nur Date Night. Okay. Alles klar, da wird ja wohl richtig was abgegangen sein. Da hat man richtig was zu tun gehabt, so wie es aussieht. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation. Uff. Pelzig, wo wir hier an deine wunderschönen Ausstellungsmodelle vorbeigehen. Machen's gut, euer Yankee.